Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Move Electric. Ja, ich bin's wirklich, ich habe mich jetzt 3 Tage nicht rasiert. Entschuldigung dafür. Hatte irgendwie keine Lust. Gestern Abend war es aber wieder soweit. Tesla hat mir wieder was geschenkt. Und zwar gab es ein neues Software-Update. Und wir haben jetzt die Software-Version 10.1 in der Ausbaustufe 2019 36.21. Und obwohl beim letzten Mal auch ein Software-Update kam und in den Versionshinweisen bei mir nichts Nennenswertes Neues stand, war es diesmal doch so, dass ich es doch sehr interessant fand, was Tesla jetzt hier wieder eingebaut hat. Und das möchte ich euch mal eben zeigen. Bleibt dran. Ja, die erste neue Funktion ist die geplante Ankunftszeit. Das stellt man über das Aufladen-Menü ein. Und dort gibt es jetzt eine Funktion, dass man sagen kann, man möchte zu einer bestimmten Uhrzeit mit dem Wagen losfahren. Und wenn man den Wagen dann an die Steckdose angeschlossen hat, zu Hause in der Garage, dann wird der Wagen so aufgeladen und temperiert und das Batteriesystem entsprechend erwärmt, dass es zur Startzeit die optimalen Betriebsbedingungen herrschen, sowohl was Klimatisierung angeht, Rekuperation angeht und eben entsprechend auch Ladestand angeht. Außerdem timet der Tesla jetzt das Aufladen so, dass die Ladung in der Zeit stattfindet, wo der Strom am günstigsten ist. Das heißt, ab 6 Uhr, wenn der Tagstrom anfängt, wird das Laden automatisch bis dahin abgeschlossen. Ich zeige euch mal eben die Funktion mit der automatischen Steuerung. Geplante Abfahrtszeit, das ist hier bei der Ladestandanzeige. Und dann kann ich draufklicken. Da kann ich jetzt einen Ladevorgang starten um so und so viel Uhr. Oder ich sage, ich möchte abfahren. Und zwar fahre ich immer so gegen 7.45 Uhr los. Und zwar nur die Wochentage. Und dann wird mein Ladevorgang, sofern ich es an der Steckdose habe, so gesteuert, dass die Stromkosten reduziert werden, weil der Ladevorgang ist vor dem Beginn der Stromverbrauchsspitzenzeiten abgeschlossen. Außerdem wärmt es die Batterie auf, wie gesagt, und schaltet rechtzeitig die Klimaanlage an, sodass der Fahrzeuginnenraum zur eingestellten Abfahrtszeit komfortabel erwärmt ist. Finde ich ziemlich gut. Was haben wir hier noch? Das ist die Anzeige, um den Ladevorgang zu irgendeiner Uhrzeit zu starten. Und damit stelle ich das wieder aus. So, und als ich heute Morgen den Wagen betreten habe, hat er die Navigation zu meiner Arbeitsstätte gestartet. Da war das hier im Navi schon so eingestellt, dass er mich zur Arbeitsstätte navigiert. Ich meine, okay, ich würde den Weg zur Arbeit auch ohne Navi finden, aber ich finde es zumindest sehr interessant, diese Funktion, denn das Navi stellt auch die Route zum nächsten Kalenderereignis ein. Das heißt, wenn ich in meinem Kalender, mit dem Smartphone verknüpften Kalender, einen Termin habe und dann losfahren möchte und dann komme ich in das Auto und dann ist die Route zu dem Termin schon programmiert. Finde ich eine ziemlich spannende Sache. Ja, das waren wieder 2 nützliche Dinge, finde ich, die Tesla mir umsonst spendiert hat mit dem Software-Update. Vielen Dank dafür. Und so ist es halt bei Tesla immer. Du kriegst über das WLAN oder über das LTE-Netz so einmal im Monat mindestens, das ist jetzt schon das 2. Mal im November, ein Software-Update eingespielt. Wenn du möchtest, du kannst das natürlich auch ablehnen. Aber man ist ja auch neugierig, was immer wieder dabei ist. Und dann ist der Wagen in irgendeiner Weise verbessert in der Regel. Werden auch kleine Fehler in der Software behoben. Und das alles kostenlos. Welcher Autohersteller kann das schon bieten? Das war es in aller Kürze zur neuesten Softwareversion. Ich habe ja hier das ältere Modell, was nur Autopilot 1 hat und die MCU 1. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder Funktionen, die für meine Hardware nicht verfügbar sind. Das ist dann immer schade für mich, weil auch sehr viel fürs Model 3 gerade abgedatet wird. Und das Model S, gerade ältere Baujahre, profitieren nicht immer von allem, was dort neu kommt. Aber in diesem Fall, super, vielen Dank. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, macht's gut, ciao.